Na, ihr Nudeln? Oh Gott, jetzt gibt's hier einen Copyright-Strike. Hallo, willkommen wir ja zurück zu Arkham. Und Eike ist auch wieder dabei. Hallo, Eike! Ah, ja. Übrigens, lustiger Detail. Übrigens, lustiges Detail. Die Gegner, die Figuren hier, die atmen. Ui, lustig, nicht wahr? Ja. 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 Wusstest du eigentlich, dass... Kannst du dich über sein Gesicht hocken? Du meinst Teabaggen hier? Ja, kannst du... Komm, wir zerstören die Inversion. Hock dich mal auf sein Gesicht. Ich bin Batman. Hey! Jetzt lass sie da deine Rosette schnüffeln. Hey, it's me, Sexy Batman. Das geht so. Hey, it's me, Sexy Batman. You ready to fight some crime? Yeah, let's fight some crime. I love fighting crime. Wie alt ist das jetzt wieder eigentlich schon? Das ist bestimmt auch schon ein paar Jahre her, oder? Ah! Keine Ahnung, was ist alles so gut. Ja, falls man es noch nicht mitbekommen hat, die Wachen, das sind ja die Blackgate-Typen. Aus dem normalen Gefängnis, in Anführungszeichen, wie man ja sieht, sind sie ja sehr monal gehalten. Haben die jetzt all die ganzen Waffen mitgeschnappt von den Spezialkräften hier, oder das heißt, den Sicherheitsleuten von Arkham. Arkham, ich glaube, in Arkham sollten die jetzt echt mal so langsam so eine, so eine Drehtür einbauen für die ganzen Insassen hier. Also die Standard-Batman-Bösewichte. Die kommen ja immer ein und raus. Die kommen ja immer irgendwie raus, ne? Wusch! Och komm, drei Typen, das macht mir keine so, ist keine große Sache. Ups. Ja, komm, kletter. What that plus to mean? Warte mal, können wir den Dingsbums machen? Nein, der ist jetzt rausgegangen. Mist. Dafür könnten den Takedown aus dem Gitter rausmachen. Sehr praktisch, wir können ihn gleich hier setzen, dann ist er gleich sofort zu sehen für andere. Und das da picken wir erst später ab. Na, wo ist der nächste? Das mache ich jetzt mal ohne. Ohne Detective-Sicht. Oh, gut gelandet. Au. Hast du das gesehen, Eike? Der Typ ist hier gerade zwischen den Gitter bzw. den Rohren hier hängen. Zusammengeknallt. Sehr schön. Ja. Ich weiß noch, wo du einen den Fahrstuhlschacht runtergekloppt hast. Ja. Das war toll. Wir waren so aufgeregt. Batman hat getötet. Ja, in Origins. Aber er war, glaube ich, am Ende wieder. Ich glaube, er war wieder ohnmächtig. Ja, er war ohnmächtig, aber trotzdem. Das wäre lustig gewesen, wenn er tot gewesen wäre. Warte, ich troll euch. What the fuck? Warte. Ah, so, ich wollte auch darüber. So. Ach, leider haben wir das umgedrehte Ausschalten nicht. Das ist toll, da wickelt er einen in seinen Umhang und beißt einen. Apropos Umhang, weißt du, wie viele Jahre die Leute, oder zumindest dieser eine Typ da von Rocksteady Studios an der Design des oder Umsetzung des Capes gearbeitet hat? Na? 2 Jahre. Ja, aber da siehst du mal, wie gut das geworden ist. Ja, und es klippt nicht durch, es flattert nicht zu doll, also perfekt. Ja, und er hat, glaube ich, 300 Sounds dafür gebraucht, benutzt. Oder gesucht, oder gesucht, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, er hat 300 Sounds gesucht, oder er hat eins von beiden. Aber, ja, guck mal. Ach, shit, der war in Sicht. Fuck, na gut, habe ich einen Schalltreffer, ich habe ja zum Glück ein Armor-Update bekommen. Gemacht. Scheiße, ich hatte gedacht, der Typ wäre noch weiter weg. Motherfucker! So. Komm schon, du Mist. Du kleines gelecktes Würstchen. Na, schafft er. Schafft der andere es noch hier hin? Ja, aber du bist so still. Nee, ich bin nicht still. Ich bin cool. Meine Coolheit ist so cool, dass ich nicht mal weiß, wie cool ich bin. So cool bin ich. Dietschan pisst Eiswürfel, confirmed. Ja. Ach, schade, er ist nicht nah genug an die Railing. Get away from me! Ich trolle dich. Bam. Ein Tritt vor den Kopf, das erhöht das Denkvermögen. Naja, kommt drauf an, wie hoch der Schlag der Tritt ist, nicht wahr? Und jetzt schnappen wir uns die... schnappen wir uns dieses Tonband. Eike, was ich mich mal frage. Kannst du das Joker-Lachen, also das Hammel-Lachen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das können nicht viele. Ich glaube, der hat ja auch schon ziemlich lange dafür geübt.
macht das dieses Hysterische, an. Der hat dieses hysterische Lachen, dieses furchtbar hysterische, das ist wie ein Musik, das ist ein Musikinstrument gleich, dieses. Das kriegt man einfach nicht hin. Ja, und vor allem, er macht ja auch mal mehrere Töne, wenn ich das mal als Vergleich gehört habe. Ja. Ja. Okay, schnappen wir uns das Interview-Tape. Harleen Quinzel, call me Harley. Oh, everyone geil. Bestes Outfit. Latex. Nee, das ist Nylon. Batman hat Bettnippel. Harley hat... Nylon-Nippel. Genau. Nee, Jester-Nippel. Jester-Nippel. Be careful. Ah, stimmt, das ist ja das... Warum haben die eigentlich ein Interview aufgenommen mit ihr, wenn sie da noch gar nicht Dürre war, sondern noch normale, etwas merkwürdige... Etwas... ich bin Harley! Was war's? Therapeutin, Psychologin. Psychologin, ich weiß eigentlich, Psychologin. Naja, vielleicht war es ein Jobgespräch. Achso, warte. Sitzt sie irre? Ja, ein bisschen. Okay, eingestellt. Aber nicht so toll, nicht wahr? Nein. Nur ein bisschen. Ja. Okay. Also nur so ein Viertel. Also so, dass es noch reicht. Nur, dass sie nicht Leute beim Ausbruch helfen, oder? Nein, okay. Joker must have figured out how I was tracking Gordon. Officer Ball's trail stops here. Grüner Lippenstift ist nicht gerade hip. Nee, er hat Schreckwichse im Gesicht. Oh, scheiße. Oh, ja, ja. Vorsicht, aufpassen, dass Susi Krimi das hier nicht sieht. Ne? Trägt seinen grünen Lippenstift. Ja. Hey, Susi, ich finde es ganz... Ich weiß, was ich ganz nicht sexistisch finde und so, dass du nicht von der Brücke springst. Du würdest bestimmt dich nicht trauen, von der Brücke zu springen. Das würdest du dich niemals trauen. André Teilzeit, ich wette, du traust dich auch nicht von der Brücke zu springen. Du machst es sowieso nicht, weil du ein Feigling bist. Die machen nämlich immer das Gegenteil von dem, was man ihnen sagt. Deswegen wäre es natürlich jetzt sehr lustig, wenn die beiden von der Brücke jumpen würden. Ja, Hauptsache Anti-Mainstream. Hauptsache nicht gegen Mainstream. Hauptsache gegen den Mainstream! Ich hasse diese beiden. Oh, Sharply. Okay, das ist Sharply. Ach, das war übrigens, falls wir hier haben ihn gerade überquatscht, das war übrigens Nigma, Edward Nigma, auch bekannt als der Spaßler. Der Joker. Nein, der Ritzler, der Rätsel auf Deutsch, ne? Ach so. Und das war eines der simpelsten Rätsel, aber es macht auch Sinn. Ist auch schwer zu übersehen. Dieses sehr subtile Foto, also Bild. Bam, 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 bam. Ja, das können wir alles hier freischalten von 240. Ja, ja, es gibt eine Menge. Es gibt eine Menge. Wie heißt das? Oh. Ich habe gerade Meth gekocht. Ach nein, das war der andere Tipp mit der Glatze. Das war aus Hell aus Malcolm mittendrin. Ja, genau. Ja, es gibt eine Menge Interviewbänder. Ich kann diesen Typ nicht ernst nehmen. Ich meine, schon an ihm vorbei. Der ist mir unsympathisch. Genau. It was a massacre. Bulls came walking in, telling everyone. Guck mal, ganzen Hautunreinheiten und das Ganze. Das ist schon, ja. Ich glaube, das erste Spiel, wo es so richtige Hautunreinheiten und so Texturen gab, ich glaube, das meiner Meinung nach, weiß ich, ist bei Silent Hill 3. Da hatten die Figuren ja auch all sowas. Then I saw Harley Quinn. She was surrounded by Black Gate prisoners. They were just killing everyone in the room. I had no choice. I got in here, locked the door. I could see it on the security feed. They had someone with them. It looked like the commissioner. Bowles is dead. They carried on without him. Must have outlived his usefulness. Good. He was scum. He was scum. It's good that he died in agony and pain. Der Verräterschwein. Und dann warst du wahrscheinlich noch nie bei der Gotham Police, wie heißt das, bei der Gotham Polizei gearbeitet. Zumindest laut der Serie. Das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, weswegen die Leute so auf abfahren auf diese ganze Joker-Geschichte, oder Eike, in der Serie? Die Was? Ganzen Leute, die neuen Leute so drauf abfahren auf diese Joker-Stories, auf diese Joker-Art von wegen, ja, wir machen alle kalt, yeah, ah, ne?
Ja. Weißt schon, Agency Nothing Yet, ne? Weil die Leute da ja anscheinend so keinen Bock, beziehungsweise die Polizei von Gotham ja null halten können und deswegen so darauf abfahren, jetzt alles hier ausflippen und töten und bla, ne? Und da also, kommen wie wir gesagt, leider ich mag nicht diesen, ich mag diesen Ginger Joker nicht. Das ja, aber scheiße. Ja, ich glaube, sie haben ihn jetzt, ich glaube, sie machen ihn jetzt neu, weil sie haben ihn ja wiederbelebt, nicht wahr? Sogar mit Gesicht ab, zumindest eine Folge lang. Ja, aber das ist nicht der Joker. Punkt. Das ist nicht der Joker. Das kann einfach nicht der Joker sein. Jack Ryder, Guy Downtown. Jack Ryder. Klingt wie ein Müsli-Riegel. Ne, Quatsch. Klingt wie ein Schokoriegel. Und hier ist er gerade ein Kinder-Country. Ja. Früher hieß er Jack Twix. Brauchen wir nicht anhören. Brauchen wir nicht anhören, was der Joker zu erzählen hat in der Gegend, dass er behauptet, ja, ich habe überall Bomben verteilt. Achso, da doch. Ja. 134,5. Ist in der Realität auch was gibt auf dieser Frequenz? Kindergarten. Kindergarten. Mhm. Oder Gesundheit. Oder Rucksack. Oder Strandkorb. Strandkorb. Oder Flammenwerfer. It werfs Flammen. Das war's. Ach ja, weißt du eigentlich, ich hab mir ja immer vorgestellt, dass man hier mal so einen Gag einbauen könnte, ne? Was ja, hier Batman dreht am Radio, Effekt einführen und dann irgendwie... was weiß ich? Großmutterficker! Großmutterficker! Oder irgendwas ähnliches. Ja, genau. Ja. Kann man ja vielleicht aufs machen. Obwohl, mit OBS-Dateien geht das ja leider nicht so gut, ne? Von wegen naja. Doppelrändern und so. Weiß man nicht. Mal gucken. Vielleicht kann man ja noch fassen. Oh, wir sind noch nicht mal bei 15 Minuten. Geil. Ich dachte, ich hätte das Gefühl gehabt, wir werden schon ein bisschen später. Ja, obwohl... es ist nichts passiert in der Folge. Apropos, obwohl, nee, Scarecrow, darauf komme ich dann zu sprechen, wenn sie auf Scarecrow treffen, was ich hier noch aufgeschrieben habe auf meinen Schlauchzettel. Hast du deinem Let's Play gezeigt? Was? Deinem ersten. In meinem ersten? Was habe ich da gezeigt? Oder war das ein anderer? Außer, dass ich nicht richtig kämpfen kann und ich weiß, wo die, immer mal vergesse, wo die Blockentaste lag. Beziehungsweise mich so in den Kampf reingesteigert, beziehungsweise in den Controller verbissen habe, dass ich dann immer... Dumm. Ah! Und ihr lacht euch einen ab. Nur die Schlagtaste! Ich will die Schlagtaste nur drücken und nicht die anderen guten Tasten. Ja, die Schlachttaste. Oh, hübsch. Warte mal, waren hier nicht irgendwo ein paar Skelette? Ach nein, das war die andere Höhle. Jede gute Höhle war ein paar Totenköpfe. Und dort hinten ist... Da-da-da-dam. Postkartenmotiv. Wo hast du den riesigen Schnitt auf deiner Brust her? Den habe ich von Harley, als sie den Fahrstuhl hat fallen lassen. Danach hat man dann den. Wow. Ja. Postkartenmotiv. Wenn man Tim Burton ist. Also der hat wahrscheinlich das hier. Der war wahrscheinlich der Architekt. Wusch. Geil. Jetzt hat sich das Spiel quasi geöffnet. Oh, ich dachte, blau ist gut. Sorry, Sir, but you can't come in this way. It's locked down. Where does the door lead? It led to the old pump station. Warden Sharp had it closed down soon after he arrived. Said it was a security risk. Stimmt, aber die Gegner, Quatsch, die ganzen Gegner, Quatsch. Da hätte ich die Insassen ja noch über die Kreuzung abhauen könnten, nicht wahr? Ja, jetzt ist ja noch alles noch ein bisschen friedlich. Die Leute können auch normal rumlaufen. Noch. Ach, das überspringen wir jetzt einfach mal. Ja, ja, Frank Bowles war voll der Schwein. Ja, ich weiß. Das kennen wir alles schon. Tja, wo gehen wir denn jetzt hin? Botanische Garten oder den Menschen? Das ist Commissioner Gordon. Stimmt. Übrigens, Eike, wusstest du das eigentlich, dass Commissioner Gordon, also der Synchronsprecher, auch den Sharpshare spricht in dem Spiel? Ja. Ich glaube, der spricht noch irgendeinen Dritten. Wer war das nochmal? Komm. Gehen wir nochmal schnell, nochmal klopf, klopf und dann beenden wir die Folge. Hier ist eh schon so spät. Und da hinten, ach ja, übrigens da hinten, warte mal, nee, von hier aus gesehen müsste es eigentlich sein. Dort hinten ist Arkham City.
Also das spätere Arkham City, da spielt er ja vor. Arkham City kam ja erst nach... Wann? Ein paar Jahre später und das Spiel spielt er ja vor. Da war es noch nicht gebaut. Da haben diese Typen sich noch nicht vor den... Vor dem Bürgermeister, vor dem Rathaus in die Luft gesprengt. Diese beiden Geschwister da. Kann man in den Comic nachlesen. Diese Punk-Geschwister. Ja, es waren so Punk-Geschwister, die sich mit Titan aufgepumpt haben und sich dann in die Luft gesprengt haben. Und das war dann der Grund, weswegen dann Sharpie eingefordert hat. Wir müssen jetzt Arke machen. Wir müssen jetzt hier Arke. Wir müssen jetzt hier... Batmobil? Ach stimmt, da war ja was. Wir müssen jetzt hier DDR 2.0 für Gefangene. Aber wir sehen das dann in der nächsten Folge. Wir sind ja schon wieder bei 15 Minuten. Verdammt. Tja, das ist ja eben halt nicht Isaac, wo man eine Stunde dran sitzen kann. Wobei, ich glaube, da schreiten die Leute auch raus. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann hauen wir es noch mehr. Hau ich euch noch mehr Big Batman Wikifax um die Ohren. Yeah, ich kann das Internet. Wow, Ike, ich sollte so ein 10 von irgendwas Kanal aufmachen, oder? Ja. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao. Und Eike, wie geht's dir? Tschüss. Beschissen. Ach Mann. Also daran arbeiten wir jetzt noch. Also bis nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.